lange, Ronny? Wie lange machst du das schon? 15 Jahre. So lange steht er schon und quatscht dummes Zeug. Ja, das seid ihr noch mit Team. Manchmal weiß er auch was, aber meistens ist es dummes Zeug. Fehlt hier noch was? Grundausstattungstechnisch, mein Mikrofon. Ronny, wo ist da? Ach ja. Jedenfalls, Ronny wird euch durch die Tage führen. Wie das klingt? Nein. Wie cool ist das denn? Ein Birophon. Liebe Besucher und Besucherinnen, das ist seit vielen, vielen Jahren immer eine willkommene Abwechslung. Letztes Jahr, Kinder, haltet euch bitte kurz die Ohren zu. Nein, ich kann es auch umschreiben. Es war ein primäres Geschlechtsmerkmal, was man mir als Mikrofon gebaut hatte. Und diesmal ist es ein Bier. Davor war es eine Gurke, vielleicht ist es nächstes Jahr eine Banane. Und wenn ich so weitermache, verzögert sich das Programm heute. Helge hatte eben gefragt, wie lange ich das schon machen darf, mit euch zusammen diese schönen 4 Tage Musik zu zelebrieren. Ich habe 15 Jahre gesagt. Ich gebe ganz offen zu, ich weiß es nicht. Weil man wird vergesslich im Alter und deswegen halte ich diesen Zettel in der Hand, den ihr übrigens selbst euch besorgen könnt. Nebenan bei den Informationsdamen, von euch aus gesehen links, gibt es diese Programmfalthefte. Dann müsst ihr mir A. nicht zuhören und kriegt B. verlässliche Aussagen, wann was losgeht und wer was tut. Ich persönlich habe nicht so wahnsinnig viel Ahnung vom ganzen Geschehen. Deswegen fange ich einfach mal an, euch den heutigen Künstler zu erklären, respektive vorzustellen. Das ist ein extrem guter Musiker und das Lustige daran ist A. er kommt aus Kiel. Einer meiner Lieblingsstädte, apropos Kiel, ist jemand Fußballfan? Das ist mager, brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten. Da ist ein... Ja, ist egal, jetzt bin ich raus. Also, er kommt aus Kiel und er bedient alleine diese gesamte Ansammlung von Instrumenten. Und das wäre ja auch noch einigermaßen lustig oder normal, wenn er es gelernt hätte. Hat er aber nicht. Er ist kompletter Autodidakt. Das heißt, er hat sich das beigebracht selber. Und ich war begeistert, als ich eine Hörprobe genommen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Heißt herzlich willkommen, Lokalmatador nenne ich ihn immer. Frank Plagge für euch. Frank Plagge. Ja, danke schön. Herrlich, so viel Beifall und noch nicht ein Ton gespielt. Tut mir leid für die Frauen in der ersten Reihe, ich muss so sitzen. Das ist jetzt keine Provokation, also... Es ist einfach... Ich muss so. Nicht noch ein Foto machen jetzt! Das ist jetzt aber ein bisschen fies. Ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal ein bisschen dezent an. So praktisch, damit auch die Leute, die in der ersten Reihe nachvollziehen können, was ich jetzt probiere. Ich spiele auch gar nicht so viel. Eine Dreiviertelstunde. Und so hört sich das an. Down to the river to wash my soul again.
my submarine.